Klang der Flöte zeigt eigentlich, dass die Leichtigkeit etwas ganz Großes, Tiefes und Kraftvolles ist. Der Klang ist einfach etwas, ein Urschöpfungsprinzip letztlich auch. Das Alphorn, das nimmt einen in eine andere Dimension nochmal mit. Man muss in die Tiefe atmen. Wissen Sie, was ich meine? Das bringt Glück, weil das bringt Sauerstoff in den Körper. So, und dann ist das Hirn auch wieder gewaschen. Ich habe das Gefühl, das wird alles ruhiger, tiefer. Ja, das ist natürlich schon ein anderes Programm als jetzt, sagen wir mal, der Alltag. Ja, eigentlich ist es Schwingung sichtbar machen. Was machen wir hier? Einen Durchlauf oder was? Ja, machen wir einen Durchlauf, dann können wir gucken, was wir da noch zu arbeiten haben. Oder? Okay, wann ihr wollt. Ja, aber das Tempo denn jetzt? Ich glaube, das Tempo haben wir nämlich noch. Was war zu langsam, oder? Ja, irgendwas. Aber wir sind auf jeden Fall, dass wir nicht zu schnell da reinrasseln. Ja, wir können ja auch direkt oben quasi das Da Capo gleich nehmen und dann in die Variation einspringen. Den zweiten Teil hast du, den Mittelteil. Genau, ne? Okay. Und los. Das Studio ist für mich immer die Begegnung mit mir selber. Und das bringt, jede Aufnahme bringt da ganz viel Weiterentwicklung und letztendlich auch so Sicherheit oder Selbstverständnis von dem, was ich mache. Ich lerne mich kennen, ich weiß, wie ich klinge, wie sich das vermischt, was rauskommt, wenn ich das und das mache. Und da ist mal alles andere von draußen ausgeschaltet. Wie entsteht so eine Improvisation? Für mich ist das auch immer wie eine leere Leinwand, wo man irgendwo mal anfängt und dann spürt man schon, wie es eigentlich weitergeht. Also das Bild, das ist wie ein Organismus oder es geht weiter, es gibt einen Weg, der erschließt sich dann dadurch. Und bei einer Improvisation, eben beim Hören, beim durch die Klänge durchgehen, ist es dann auch wieder, ich merke immer, wenn wir das gemeinsam spüren, wir merken dann, ah, jetzt geht's da weiter. Und jetzt kann was ganz Neues wieder kommen. Dieses Improvisieren ist für mich Lauschen. Ich nenne es extra Lauschen, weil das über dieses reine Hören eigentlich drüber rausgeht. Oder ich muss mich hinwenden, um zu lauschen. Und ja, für mich ist es mit allen Sinnen. Das ist nicht ein reines Ohrhören. Deswegen brauchen wir auch das Optische dann nicht mehr, weil wir so ganz in diesem Lauschen eben drin sind, ganz offen und weit möglichst. Und für mich ist es auch gucken, was bringt uns die Klänge, die Musik, die da entsteht, was bringt sie uns entgegen. Das ist natürlich ein ganz anderer Fokus, als wenn man jetzt Partitur liest und die Noten verfolgt, ne? Ob das alles so seine Richtigkeit hat, geht es ja hier mehr darum, den Künstlern Rückmeldung zu geben, ob das auch vom Eindruck, von den Farben passt, ne? Eher von der Stimmung passt. Ne? Thank you.
Schöne ist natürlich auch diese Glocken die ganze Zeit, ja? Dieses Geläut. Das ist ja schon wie ein Stück an sich. Und dann spielt man da noch Trom drauf oder dazu und taucht da ein. Also das habe ich schon als Kind auch immer genossen, dieses Klingen der Glocken, weil die sind ja auch aufeinander abgestimmt. So eine Kuhherde hat eigentlich immer einen Satz Glocken auch. Und so hat so eine Herde auch immer einen Klang. Das ist einfach, ja, das entführt einen so in eine andere Welt. Klassikstars spielen für Opfer der Flut. Etwas Geniales liegt in der Luft. Johannes Hustedt bringt Klassik zum Grooven. Ein denkwürdiger Abend. Geistreiches Flötenspiel. Ungewohnte Kombination aus Flöte und Alphorn. Vielseitig wie die Himmelsrichtungen. Musik von ihrer natürlichsten Seite. Das Duo Querhorn berührt die Herzen. Ein Abend von ganz besonderem Zauber. Das habe ich die ganze Zeit nicht mehr gesehen hier. Ja, das war der Anfang. Das war in einer Konzertreihe geplant, die Bühne war aufgestellt, es war alles in einer Kirche, die Beleuchtung und alles. Und drei Tage vorher fiel leider die Tänzerin gesundheitlich aus. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht irgendwas Normales irgendwie jetzt da anbringen und kam auf die Idee, Charmin zu fragen, sag mal, hast du die nächsten drei Tage, hast du da zufällig Zeit? Sie sagte, nichts an. Ja, okay, gut. Wir legen los. Also, ich habe hier verschiedene Solostücke, eben Bach, Karl Philipp Emanuel Bach oder das Repertoire plus Improvisationen. Da kann man nämlich sehr gute Pedaltöne und Begleittöne runterlegen mit dem Alphorn. Und das können wir irgendwie auf die Bühne bringen. Lass uns das ausprobieren. Du machst die Choreografie. Und was macht Charmin als Bildhauerin? Sie verschwindet zuerst in der Werkstatt und baut sich Rollen unter ihr Instrument. Da sieht man die Rollen. Klar, ich habe angefangen, mit ihm da auf die Bühne zu gehen, aus der Notsituation heraus. Ich habe dann die Situation, dass dann danach die Menschen zu mir kommen, auch von der Presse, und dann alles Mögliche wissen wollen. Dann sage ich, bitte sprechen Sie mit dem Johannes darüber, der ist der Fachmann. Das ist, je nachdem, wo das ist, kann das sehr extrem sein. Ich hatte es mal auf einer Gitarrenwoche. Da stand der ganze Saal nachher um mich rum. Und der Gitarrist, der auch im Ensemble war, der zupfte irgendwo hinten vor sich hin. Den hat keiner interessiert, obwohl der eine 10-seitige Gitarre hatte. Ne? Die Alphörner vom Heinz haben eine gewisse, die haben was Filigranes, eine Leichtigkeit. Und da ich nun mal als Frau das Alphorn spiele, war das etwas, was für mich, das war dem am nächsten. Und wenn es so lang ist, dann fängt es an zu schwingen. Ja, sowas finde ich natürlich immer spannend, weil Werkstatt hat mich schon immer interessiert. Ja, da habe ich einfach schnell den Blick, wie, was er sich da so alles gebaut hat, um seine technischen Hürden zu überwinden. Und jetzt bin ich ja auch mit ihm im Austausch und zeige ihm, was ich weiterentwickelt habe für das, was ich jetzt an der Bühne brauche, an Zubehör, was die Abläufe einfach erleichtert. Die Arbeit, die ist immer gleich. Das ist eigentlich etwas Monotones. Ich habe hier keine künstlerische Freiheit. Absolut keine. Weil die müssen alle gleich sein. Aber jedes Instrument geht zu einem anderen Menschen. Der Typ Alphornbläser, das ist ganz ein bescheidener und zufriedener Mensch. Und das sind sehr angenehme und nette Leute. Ja, das macht mir Freude. Und dieses Urlaubserlebnis, was die Menschen haben, ne? Also das ist natürlich die Geschichte, die ich immer erzählt bekomme bei Auftritten. Ja, da waren wir in der Schweiz und der Berg und der Sonnenuntergang. Und dann kamen wir ums Eck und da standen dann die Alphörner. Das ist immer das Bild. Das ist auch das Dankbare an diesem Instrument, dass die Menschen einfach immer in diesen Szenen sofort drin sind, wenn sie das hören. Und aber das ist ja mehr, was da passiert. Ich bin nicht esoterisch angehaucht, aber das hat ganz sicher einen Einfluss. Ja. Oder weil wir alle haben eine elektrische Ladung. Und auch das Instrument hat eine elektrische Ladung und das muss dann einfach auch stimmen. Ja. Also zu der Flöte.
meistens Flöten-Solostücke. Es ist unglaublich schön, wenn da eine Alphorn-Begleitung eben dazukommt, wie so ein Urgrund, so ein Teppich. Und wenn das weg ist und man spielt das wieder original, ist das also ziemlich dürftig. Also es ist sehr ernüchternd zu merken, was doch das Alphorn dann für eine Rolle spielt. Ich werde dazu eigentlich angeregt, jetzt nicht irgendwo quirlig drüber wegzuspielen, sondern immer eigentlich so eine Anbindung, so Erdhaftung, Bodenhaftung dazu haben und komme da in eigentlich ganz andere Bereiche und Klänge eben dann hinein. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Dann nochmal einen anderen Zugriff an ja, Solostücke, die man vielleicht schon lange gespielt hat, zu finden, die jetzt aber nochmal eine andere Tiefe bekommen durch das Alphorn. Auch wenn ich die irgendwo wieder alleine spiele, ich höre innerlich das Alphorn dabei und komme dann zu einem anderen Ergebnis. Verbindung, diese Herzensverbindung zwischen den Menschen, zwischen Zuhörern, zwischen Mitspielern. Dieses ganze Miteinander, das ist das große Ziel, dass es da immer weitergeht. Dass letztendlich für die Zuhörer, die in die Konzerte kommen, einfach etwas hinterher schöner ist als vorher. Das ist eigentlich schon alles. Und wenn das gelingt, ist das wunderschön.